Zu. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 32, Entwurf eines Arbeitsschutzkontrollgesetzes. Es liegen mehrere Wortmeldungen dazu vor. Ich erteile als erstes Herrn Minister Laumann aus Nordrhein-Westfalen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Arbeitsschutz ist gefordert, und das angesichts der jüngsten Ereignisse mehr denn je. Wenn man zu dem Thema Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft spricht, dann hat das für einen langjährigen Arbeitsmarktpolitiker wie mich eine große Bedeutung. Wie Sie wissen, liegen in der Fleischindustrie im Vergleich zu anderen Branchen strukturelle Besonderheiten vor. Und diese Besonderheiten kann man auch ohne Zögern Defizite nennen, denn sie haben die Arbeitsschutzprobleme verstärkt und die Arbeits- und Lebensumstände von Beschäftigten bei Werkvertragsunternehmern massiv beeinträchtigt. Und es ist ja nicht so, dass wir in den letzten Jahren nicht versucht hätten, Änderungen in dieser Branche herbeizuführen. Der Bund und die Länder haben verstärkte Maßnahmen ergriffen und Initiativen gestartet, um die Situation der Beschäftigten in der Fleischwirtschaft zu verbessern. Ich denke an Folgendes. Die Aufnahme der Branche im Arbeitnehmerentsendegesetz im April 2009, die Einführung des Mindestlohns im Januar 2015, die Selbstverpflichtung der Unternehmen der Fleischwirtschaft vom September 2016, das Gesetz zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte in der Fleischwirtschaft von Juni 2017. Damit haben wir geglaubt, die Arbeitssituation für die Beschäftigten in der Fleischbranche geändert zu haben. Wir haben geglaubt, wir hätten die Branche im Griff. Dann habe ich Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr von Juli bis September eine gesonderte, umfassende Arbeitsschutzkontrollaktion veranlasst, weil ich wissen wollte, ob diese neuen Regeln nach Einführung des Gesetzes zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte in der Fleischwirtschaft etwas bewirkt haben. Im Rahmen dieser Überprüfungen sind die Arbeitsbedingungen in rund 30 Betriebe der Fleischindustrie in Nordrhein-Westfalen kontrolliert worden. Dabei wurden auch rund 90 Werkvertragsfirmen mit ca. 17.000 Beschäftigten überprüft. Das Ergebnis sind Ihnen alle bekannt und leider ernüchternd, denn es hat sich absolut gar nichts geändert. Ich möchte an dieser Stelle auf einige Ergebnisse trotz der Bekanntheit eingehen, um klar wird, wie notwendig dieses Arbeitsschutzkontrollgesetz ist. In 85% der überprüften Betriebe wurde von den Aufsichtsbeamtinnen und Aufsichtsbeamten eine hohe Anzahl teils gravierender Arbeitsschutzmängel festgestellt. Es wurden insgesamt bei 30 Schlachthöfen 8.752 Verstöße in Nordrhein-Westfalen festgestellt. 5.800 Arbeitszeitverstöße, 2.400 Fälle, wurde keine arbeitsmedizinische Vorsorge getroffen, fast 300 technische Arbeitsschutzmängel, über 100 Mängel in der Arbeitsschutzorganisation. Darauf haben mein Kollege Pinkwart und ich die Fleischwirtschaft Anfang dieses Jahres zu einem Gespräch eingeladen, auch um über die notwendige Transparenz zu sprechen. Unser Fazit: keine Bereitschaft zur Veränderung, nicht mal die Einführung einer digitalen Zeiterfassung wurde von den Unternehmen zugestimmt. Und dann kam die Pandemie. Und im Zuge der Pandemiebekämpfung konnten wir, wie auch in anderen Ländern, den Arbeitsschutz erstmalig großflächig in die Wohnungen der Werkvertragsarbeitnehmer schicken. Meine Arbeitsschutzkontrolleure haben 650 Unterkünfte, 1.863 mittlere und gravierende Beanstandungen festgestellt. Auf den Bildern, die mich erreicht haben, musste ich mir anschauen: Brandschutzmängel, fehlende Hygienemaßnahmen, massive Überbelegung, Schimmelpilzbefall, Einsturzgefahr, undichte Decker, katastrophale Sanitätseinrichtungen, ja teilweise sogar Rattenbefall. Und wer angesichts dieser Ergebnisse und der jüngsten Vorfälle von Einzelfällen oder Zufällen spricht, verkennt absolut die Realität in dieser Branche. Die immensen Defizite bei der Arbeitsschutz- und Lebensumstände können auch
können auch immer wieder Gefährdungen mit sich bringen, wie wir es letztlich bei den Corona-Ausbrüchen in der Fleischwirtschaft gesehen haben. Die jüngsten Vorfälle haben jedenfalls und auch vielen anderen Menschen in diesem Land ganz eindeutig gezeigt, dass diese gesetzlichen Regelungen und Maßnahmen nicht ausreichen und wir nun weitere Folgen lassen müssen. Die Verabschiedung dieses Gesetzes ist unerlässlich, wenn man hier in diesem Bereich Verbesserungen, insbesondere strukturelle Verbesserungen für die Beschäftigten erzielen will. Und ich sage es aus meiner Funktion als Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen heraus, ich komme einfach an die Grenzen meiner Mittel und Möglichkeiten, die mir zum Durchgreifen bei so einer organisierten Verantwortungslosigkeit letzten Endes zur Verfügung stehen. Da braucht es eben entschieden mehr, aber nicht nur da. Denn in anderen Branchen steht der Arbeitsschutz ebenfalls vor notwendigen und sogar gewaltigen Herausforderungen. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist heute weit mehr als nur Unfallverhütung. Sichere Maschinen, Geräte und Anlagen sind lebenswichtig. Aber mit dem Ziel der menschengerechten Gestaltung von Arbeit, das sich staatliches Handeln auf die Fahne geschrieben hat, ist die Prävention gleichwertig in den Fokus gerückt. Gesundheitsgefahren bei der Arbeit sollen vermieden, gleichzeitig die Leistungsfähigkeit erhalten und das Wohlbefinden der Beschäftigten am Arbeitsplatz gefördert werden. Die Arbeitsschutzverwaltung garantiert auch risikoorientierte Aufsicht und gezielte Schwerpunktsetzung, aber auch als kompetenter Ansprechpartner für beschäftigte Unternehmen beim Arbeits- und Gesundheitsschutz die Grundlagen für gleiche Wettbewerbsbedingungen sowie Gesunderhaltung der Beschäftigten. Es ist daher auch zu begrüßen, dass eine Mindestbesichtigungsquote eingeführt wird. Hierzu unterstützt die ASMK die Ziele von 5% ab dem Jahre 2026. Das ist zweifelsfrei eine ambitionierte Kennziffer, aber sie ist notwendig, um den seit Jahren zu beobachtenden Trend der Abnahme der Besichtigungszahlen durch den Arbeitsschutz und den Personalabbau der letzten Jahre aktiv entgegenzuwirken. Durch das Arbeitsschutzkontrollgesetz soll der Arbeitsschutz insgesamt und damit der Beschäftigungsschutz gestärkt werden. Und der Arbeitsschutz muss für die Zukunft gut gerüstet, konsequent und schlagkräftiger werden. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Laumann. Nachdem das Pult desinfiziert ist, erhält das Wort Frau parlamentarische Staatssekretärin Griese aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates. Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor bisher unbekannte und große Herausforderungen. Dabei legt sie sowohl bestehende Probleme offen und wirkt aber auch wie ein Brennglas. Das gilt beispielsweise für die Zustände, die teilweise in der deutschen Fleischindustrie bestehen. Und mein Vorredner hat sie sehr anschaulich geschildert. Die zahlreichen Corona-Infektionen in Fleischbetrieben haben erneut die zum Teil untragbaren Arbeits- und Wohnverhältnisse in den Fokus gerückt. Betroffen von diesen Zuständen sind vor allem viele Menschen aus Osteuropa, die hier arbeiten. Wie wir auf diese Zustände reagieren und ob es uns gelingt, die Arbeitsbedingungen in der Branche nachhaltig zu verbessern, wird daher auch von unseren europäischen Nachbarn aufmerksam verfolgt. Gerade jetzt, wo Deutschland die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union übernommen hat, müssen wir entschlossen auf die Missstände in der Fleischwirtschaft reagieren. Ich bin froh, dass wir diese Verantwortung mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz übernehmen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf will die Bundesregierung im Kerngeschäft der Fleischindustrie Werkverträge und Leiharbeit verbieten. Damit übernimmt der Schlachthofbetreiber eine klare Verantwortung. Der Metzger von nebenan ist nicht betroffen. Er soll den strengen Regularien nicht unterfallen, denn es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die beobachteten Missstände im Fleischerhandwerk genauso verbreitet sind wie in der Fleischindustrie. Der Gesetzentwurf sieht deshalb für das Fleischerhandwerk eine angemessene Ausnahme vor. Klar ist auch, dass Werkverträge und Leiharbeit in anderen Branchen durchaus sinnvolle Instrumente sein können. Diese Instrumente dürfen jedoch nicht zur Ausbeutung führen. Zudem gilt auf den Schlachthöfen künftig eine elektronische Zeiterfassung, denn die tatsächlich geleistete Arbeitszeit muss transparent erfasst werden, anständig entlohnt und kontrolliert werden können. Wer gegen Arbeitszeitvorschriften nach dem Arbeitszeitgesetz verstößt, muss künftig mit doppelt so hohen Bußgeldern rechnen.
Außerdem hat sich gezeigt, auch das ist schon angesprochen worden, dass der Arbeitsschutz in allen Branchen öfter als bisher kontrolliert werden muss. Dabei soll der Fokus vor allem auf Branchen mit hohem Gefährdungspotenzial, wie zum Beispiel in der Fleischindustrie, gelegt werden. Und viel Kritik, auch das hat Herr Laumann erwähnt, gab es an den Wohnbedingungen der Beschäftigten in der Fleischindustrie. Menschen dürfen nicht in verschimmelten oder überbelegten Zimmern untergebracht werden. Für die Unterkünfte gelten künftig Mindeststandards. Und davon profitieren auch Arbeiterinnen und Arbeiter in anderen Branchen, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft. Die Arbeitgeber müssen künftig genau dokumentieren, wo sie ihre ausländischen Beschäftigten einsetzen und unterbringen. Das erleichtert die Arbeit der Behörden vor Ort. Sie können die Dokumente jederzeit einsehen und kontrollieren. Meine Damen und Herren, zum Gesetzentwurf liegen dem Plenum Empfehlungen für eine Stellungnahme des Bundesrates vor. In ihrer Gegenäußerung wird die Bundesregierung ausführlich auf die Änderungsanträge eingehen. Bei allen Fragen, über die man im Detail diskutieren kann und muss, lassen Sie uns bitte unser gemeinsames Ziel im Blick behalten, den Schutz der Beschäftigten nachhaltig und substanziell zu verbessern. Dafür sind die Verabschiedung des vorgelegten Entwurfs und ein zeitnahes Inkrafttreten des Arbeitsschutzkontrollgesetzes erforderlich. Die bekannten Missstände müssen umgehend beseitigt werden. Und ich danke Herrn Minister Laumann sehr herzlich für die Unterstützung dieses Gesetzentwurfs. Ich appelliere an Sie, lassen Sie uns gemeinsam zeigen, dass unser Land sehr schnell handlungsfähig ist, wenn es darum geht, Menschen, die hart arbeiten, zu helfen und ihnen den Schutz zu gewähren, den sie verdienen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Griese. Es liegt eine Erklärung zu Protokoll von Herrn Staatsminister Professor Dr. Wöller aus Sachsen vor. Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen sowie 4 Landesanträge vor. Der Antrag Mecklenburg-Vorpommerns wurde zurückgezogen. Ich beginne mit den Ausschussempfehlungen. Hieraus rufe ich auf, zunächst die Ziffer 1. Zählen können wir auch noch. Das System ist mir hier ausgefallen. Aber es ist eine Mehrheit, habe ich auch. Moment, muss ich mal gucken. Augenblick. Nochmal bitte die Hände hoch einmal. Tut mir leid. Es ist eine Mehrheit. Damit entfallen der Antrag Brandenburgs und Ziffer 2 der Ausschussempfehlung. Nun bitte Ihr Handzeichen zu dem Antrag Nordrhein-Westfalens in Drucksache 426/5 aus 20. Das ist eine Minderheit. Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf die Ziffer 9. Das ist eine Minderheit. Wir kommen nun zu Ziffer 11. Das ist eine Mehrheit. Damit entfallen Ziffer 13 und der Klammerzusatz in Ziffer 14. Nun bitte Ihr Handzeichen für Ziffer 12. Das ist eine Mehrheit. Ich rufe auf die Ziffer 14 ohne den Klammerzusatz. Das ist eine Mehrheit. Die Ziffern 19 und 20 sollen jeweils getrennt nach Buchstaben abgestimmt werden. Ich rufe zunächst auf Ziffer 19 Buchstabe A. Das ist eine Minderheit. Ich rufe nunmehr auf Ziffer 20 Buchstabe A. Das ist eine Mehrheit. Ich rufe auf Ziffer 20 Buchstabe B. Das ist eine Minderheit. Wir kommen zu Ziffer 19, Buchstabe B. Das ist eine Minderheit. Wir kommen zu Ziffer 19, Buchstabe C. Das ist eine Minderheit. Ich rufe auf die Ziffer 26. Das ist eine Minderheit. Dann bitte Ihr Handzeichen für den Antrag Nordrhein-Westfalens in Drucksache 426/6 aus 20. Das ist eine Minderheit. Ich rufe auf die Ziffer 27. Das ist eine sehr deutliche Minderheit.
bitte Ihr Handzeichen zu dem Antrag Nordrhein-Westfalens in Drucksache 426/3/20. Das ist eine Minderheit. Und nun bitte das Handzeichen zu allen noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlung. Das ist eine Mehrheit. Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf entsprechend Stellung genommen.